Hallo und herzlich willkommen zurück zur Rimworld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in der letzten Folge eine Quest angenommen. Einer der Gräfe aus dem Weißen Land möchte gerne ein Spektakel und möchte sehen, wie wir als rückschrittliche Kolonie, um nicht zu sagen als Primitivos, damit klarkommen, gegen eine Bande von mordenden oder menschenjagenden Eichhörnchen klarzukommen. Da werden uns gleich zwei Stück von geschickt, gegen die wir dann bestehen müssen. Das werden wir schaffen, denke ich, hoffe ich. Sie sind nicht unbedingt ungefährlich. Ja, es sind Eichhörnchen, aber denkt daran, es ist Rimworld. Hier passiert nichts, was harmlos ist. Ja, Sushi frisst da die Baumwolle weg. Das ist natürlich echt blöd, ey. Können die da nicht an den Mais gehen? Müssen die hier die Baumwolle fressen? Und es hat sich auch noch keiner um den Hasen da gekümmert. Das machen wir dann auch später. Wir könnten jetzt eigentlich mal eben kurz die Türen hier umsetzen. Da ist es, das menschenjagende Rudel von zwei Eichhörnchen. Diese Eichhörnchen wurden im Auftrag von Nylos Apokos, Graf der Fraktion Das Weiße Land, freigelassen, um seine Langeweile zu vertreiben. Der Spinner. So, wo kommen die her? Hier unten. Das heißt, ja, kommen von hier. Wir können uns hier ganz bequem aufstellen. LP Dragner Masuro. Und sammeln uns mal. Wir nehmen Lippi auch dazu. Dann kann sie, wenn es zum Nahkampf kommt, unterstützen. Was zur Hölle? Wie schnell sind die denn jetzt hierher gekommen? Das gibt es doch gar nicht. Sind die teleportiert? Wo ist das zweite? Da unten. Die sind hier gerade reingelaufen. Ich habe doch die Zeit nur ganz langsam laufen lassen, oder? Ja, Lippi muss mit. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Wer hat denn da geschossen? Ey, ernsthaft? Biss in den Hals. Ja gut, der liegt jetzt auch am Boden. Ah, oh, was ist denn da passiert? Das ist. Ey, das war gar nicht der Schuss. Das war gar nicht der Schuss. Das war tatsächlich der Biss in den Hals. Es gibt keinen anderen Grund, warum Lippi jetzt umgefallen ist. Ey, diese Viecher, ne? Ja, jetzt, wir müssen weiterfeuern. Warum stehen die denn da nicht? Also eben, warum sind die nicht stehen geblieben? Ich glaube, ich spinne. Das Eichhörnchen will doch jetzt nicht Lippi angreifen, oder? Okay, das eine Eichhörnchen ist tot, das andere auch. Ey, das darf doch nicht wahr sein. So entfernt Blut. Nee, rette mal bitte Lippi. So, unsere Belohnung ist eingetroffen. Also ehrlich. Das ist ja ein Desaster. LP, wie stark ist die Verletzung? Nur Kratzer. Bitte Lippi behandeln, denn da sieht's nicht so gut aus. Oh Mann. So, dann muss LP noch Dragner behandeln. Und dann müssen wir bei LP sagen, dass er sich selbst versorgen darf und muss sich dann selbst versorgen. Versorgt LP, okay. Passiert gerade schon. Wei, was geht hier ab? Aber Grundbesitzer. LP hat den Titel Grundbesitzerin erhalten. Dieser Titel würde dann an Dragner weitergeben. Okay. Da haben wir jetzt schon zwei. Lippi ist Freibäuerin und LP ist Grundbesitzer. Wie schön.
So, Masuro nimmt es mit dem Reinigen sehr genau. Und jetzt werden wir angegriffen. Gut, die Leute liegen nicht mehr im Bett. Die werden sich vor dem Angriff vorbereiten. Die Ola vom Becken mal wieder. Ist auch nur einer, heißt Wachtel. Oh, hier sind so viele Tiere, die wir jagen könnten. Waffe los. Ja, Masuro Dragner. Die werden sich vorbereiten. Das heißt, wir werden offensiv vorgehen. Da es wirklich nur einer ist, können wir uns hier, denke ich mal, hintrauen. Gehen wir schon mal bis hier hin. Ja, ich würde es bevorzugen, in Deckung zu stehen, weil das ist halt auch ein Bogenkämpfer. Das heißt, diese Ruinen könnten wir ganz gut benutzen. Aber da können wir auch kaum durchfeuern. Müssen wir hier die Bäume nehmen. So, dann geht's los. Jetzt ist das Stückchen Mauer hier genau im Weg. Aber nicht nur für uns, auch für ihn ein Hindernis, für Wachte. Und jetzt ist die Mauer auch kein Hindernis mehr. Dafür haben wir direkt LP mal angeschossen. Quetschung vom Kurzbogen der rechten Niere. Oh, weia. Wir haben aber auch schon ein paar Mal... Oh, jetzt ist LP nochmal getroffen worden. Wachtel hat aber auch schon ein bisschen was abbekommen. Blutet stark. Ich würde LP tatsächlich nach Hause schicken wollen. Aber LP ist halt eben auch derjenige mit dem Repetiergewehr, der im Zweifelsfall hier die Entscheidung bringen kann. Aber ich riskiere es nicht. Ich schicke LP zurück. Naja, solange keine weiteren Treffer fallen, arbeitet die Zeit für uns, da Wachtel eben halt blutet. Da haben wir. Tot. Also kein weiterer potenzieller Kandidat für unsere Kolonie. So, Elpi, wo bist du? Noch auf dem Rückweg? Nee, kann eigentlich nicht sein. Doch, ist noch auf dem Rückweg. Versorgt sich selbst, okay. Masuro hat jetzt auch eine Lebensmittelvergiftung. Ja, das Problem ist, dass momentan alle Leute mehr krank und ständig irgendwie verletzt sind. Und wir die deswegen kaum zum Arbeitseinsatz zur Verfügung haben. Aber vielleicht wenigstens hier mal die Blöcke jetzt bauen. Das wäre schon mal nicht schlecht. So, LP ist versorgt. Hat sich selbst versorgt. Das können wir so lassen. Jetzt finden hier die Arbeiten statt, halt. Nicht weggehen. Mach noch eben weiter, komm. Ja, mach vielleicht noch ein bisschen mehr weiter. So, und die restlichen drei da hinten, die können dann auch noch später gemacht werden. Aber so ist der Kochbereich selbst schon mal nicht mehr unbedingt verschmutzt. Hoffe ich. Es sei denn, der ganze Raum zählt daneben als Kochbereich. So, da kommt Stoff, das ist gut. Alle Leute haben schon, ja, irgendwie Kopfbedeckung. Dragner hat hier irgendeinen Helm gefunden und ist auch gerade sehr beschäftigt. Elpi, Lippi und Masuro haben Hüte. Masuro hat einen Mantel und Elpi auch. Aber eine Hose oder ein Hemd ist zumindest noch nicht zu sehen. Wo ist denn jetzt Feuer ausgebrochen? Oh nein, ein Kurzschluss. Ein Kurzschluss in einer elektrischen Leitung. Elpi ist sofort zur Stelle. Feuer schon gelöscht, Gott sei Dank. Schnell reagiert. Krankheit, Wundinfektion. Nein, Elpi, das darf nicht wahr sein. Boah, was haben wir für ein Pech irgendwie, oder? So. Ich muss das hier zum Krankenbett machen, leider. Elpi schläft bis gesund. Er muss sich natürlich erst versorgen. Wundinfektion. Übel. Und jetzt bitte hinlegen. Und dann schauen wir mal kurz. Also Infektion ist bei
5,2% Immunität bei 6. Hat jetzt schon überholt. Wenn es so bleibt, bin ich sehr zufrieden. Ja, wir kriegen einen deutlichen Vorsprung. Ursache der Kurzbogenpfeil. Auch eine Frechheit, dass die Spitzen nicht desinfiziert waren. Oh, einfach mal hier in die Speisekammer gekotzt. Nicht sehr appetitlich. So, Masuro, unser Wilder, der jetzt nicht mehr wild ist, hat sich auch schon angewöhnt, die Mahlzeiten hier zu essen und nicht irgendwelchen Tieren in den Hals zu beißen. Und ja, versucht sich hier wieder als Rekrutierer, allerdings mit sehr mäßigem Erfolg. Das sieht gut aus. 26 zu 39, da mache ich mir keine Sorgen, das wird alles gut gehen. Ich möchte jetzt gerne, was haben wir eigentlich gerade forschungstechnisch, die Solarzellen. Und es kann natürlich nicht passieren, weil, ja, weil alle anders beschäftigt sind. Lippi. Lippi ruht sich aus. Lippi, wie wär's denn, wenn du mal wieder forscht? Wie sieht's denn da aus? Die Feldarbeit ist wichtiger. Ja. Das Bauen auch, ja. Also das Bauen ist wichtiger als das Forschen noch, weil die zwei weiter vorne steht. Und das Aufsehen natürlich auch. Also ich glaube, dass Masuro, der hat zwar Fähigkeiten nur 5, aber halt eine kleine Flamme dort auf lange Sicht besser ist. Deswegen werde ich Lippi das Aufsehen mal nehmen. Und wir lassen das nur noch Masuro machen. Medizinischer Notfall. Tölpel, was ist denn da schon wieder los? Jetzt sag mir bloß, der kriegt auch wieder nichts zu essen. Schmerzen, hungrig ist nur ein kleines Problem. Hypothermie? Es ist kalt, aber 3 Grad, das ist ja noch okay, sag ich mal. Wir müssten jetzt eigentlich Heizungen bauen. So, stellen wir hier mal eine Heizung hin. Und hier. Und dann machen wir eine Lüftung hier rein. Und hier rein. Und haben wir mit den zwei Heizungen diese 4 Räume versorgt. Und dann brauchen wir noch eine Heizung hier und hier. Da können wir leider nicht mit Lüftungen arbeiten. Und das hier ist natürlich auch gerade ein Problem. Kann man so das auffüllen? Ja, dann mach mal. Wobei, im Moment haben wir natürlich Energieerzeugung durch Wind. Genau, da kommt die Rettung für Tölpel. Und die Heizungen müssen jetzt gebaut werden. Und da wir hier den ersten tatsächlichen Ernstfall haben, würde ich sagen, bauen wir diese Heizung auch zuerst. Nee, der Notfall ist ja hier, also müssen wir die Heizung zuerst bauen. So, und diese Lüftung. Okay, das ist jetzt im Grunde eine Lüftung, jetzt war aber beides Gefängnis. Müssen das jetzt wieder zu einem normalen Bett machen. Und da Elpi schon wieder aufgestanden ist, nehme ich an, ist die Wundinfektion noch nicht erledigt. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal behandeln. Na? Elpi, wo bist du denn? Versorgt sich selbst. Okay, gut. Ja, dann ist sie wahrscheinlich auch deswegen aufgestanden. Dann soll sie sich aber auch wieder hinlegen, bis diese Infektion tatsächlich überstanden ist. So, die Heizung ist da. Das heißt, hier ist jetzt warm. 13 Grad. Ja, das ist auf jeden Fall wärmer als hier 2 Grad und 1 Grad. Machen wir hier die Lüftung rein. Ist natürlich auch wieder dann mit Gefängnis so eine Sache. Muss schnell passieren. Okay, und dann die Heizung. Und dann sind diese beiden Räume schon mal versorgt. Hier ist jetzt schön warm. 20 Grad, 19 Grad. Das läuft.
Dann die Heizung bitte bauen. Und die Heizung bitte bauen. Shuttle arrived. Okay. Haley. Das Shuttle ist angekommen und es ist auch schön nah. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur mal eben schauen, wie wir das machen. Ja. Wir können Masuro benutzen und Haley zum Shuttle tragen. Das machen wir jetzt. Eine Person die weniger, die wir versorgen müssen. Und es gibt natürlich auch eine Belohnung. Und wir können das Shuttle starten. Und dann haben wir die Quest abgeschlossen. Erfolgreich, wunderbar. Und die Kapseln sind eingetroffen mit einem bionischen Bein. Natürlich direkt mal wegtragen. Ich hoffe, dass die Robe auch inzwischen getragen ist. Ja, die hat Lippi sich auch angezogen. Das passt, weil Lippi auch entsprechend schon Psy-Skills hat. Ja, wunderbar, würde ich dann sagen. Wir haben momentan kein Holz, wieder mal. Was ist denn mit der Waldarbeit? Ich muss die Waldarbeit doch, glaube ich, echt noch höher setzen. Und das kann im Grunde auch jeder machen. So. Hatten wir schon wieder einen Kurzschluss? Nee, das war der von vorhin. Da habe ich die Meldung noch nicht weggemacht. Dann, ja. Okay, da wird jetzt Holz gefällt. Das ist gut. Dann können wir es hier reinlegen. Die Tür muss noch gebaut werden. Meine Güte, ey. Das ist echt. Jetzt haben wir keinen Strom, weil kein Wind weht. Beziehungsweise haben wir natürlich hier 1000 Watt, aber müssen wir mal schauen. Hier ein Heizkörper braucht 175 Watt. Der kriegt also schon nicht genug Strom. Frage ich mich gerade, warum, weil was haben wir sonst noch für Verbraucher im Moment? Die Lampen jeweils um 10 Watt. Gut, das sind ungefähr 100 Watt. Ah. Eigentlich müsste auch noch ein Heizkörper funktionieren. Ah, der Herd. Der Herd braucht ja auch noch Watt. 350. Das ist auch nicht wenig. Dragner. Wir können dich doch wieder hier reinlegen jetzt. Und LPI. So, Quest aktiv. Karawane fürs Weiße Land. Sie läuft in 21 Tagen ab. Karawane, kennt ihr ja meine Meinung zu. Sie will gerne das folgende kaufen. 20 mal Mütze. Ne, können wir eh nicht liefern. Nee, das machen wir auf keinen Fall. Ich sende keine Leute per Karawane jetzt weg. Das ist mir zu riskant. So, noch einen Tag, dann fängt der Winter an. Und ich hoffe, ja, wir können im Grunde, bevor es jetzt noch einen Kälteeinbruch gibt, diese Pflanzen besser ernten. Das wird dann halt eben nicht die volle Ernte geben. Aber immerhin ein bisschen. So. Neu anpflanzen macht dann im Moment auch keinen Sinn. Wir werden keine Aussaat erlauben. Und was macht Dragner? Erntet gerade Pappeln. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen an den Wänden weiter. Wir können im Grunde alles weitermachen. Ich muss die Leute einfach noch mehr manuell kontrollieren. So, also hier gibt es jetzt halt die Ernte und da sehen wir schon, da kommt schon ordentlich was bei rum. Wäre natürlich besser, wenn sie ausgewachsen wären, aber so die Ernte fehlgeschlagen. Moment mal, Masuro, was wie hoch ist denn dein Feldarbeitsskill? Masuro, wo bist du denn? Da. Nicht so hoch, 5, aber wir haben gesagt, soll er lernen. Also ist okay, dass er es macht, ja. Schlägt halt nur sehr häufig viel. Dadurch geht natürlich auch deine Ernte verloren. Ja, eins. Naja, jetzt haben wir hier insgesamt schon 1400 Mais und das ist schon ganz ordentlich. Es ist nicht gekühlt. Da oben jetzt noch Kühlung zu bauen, wird auch wieder zu viel Energie kosten. Aber ich würde behaupten, dass wir damit ganz gut klarkommen. Wollte ich hier Buchstaben schreiben? Was wird das hier? Ein W?
So, hier muss auch nicht mehr ausgesät werden. Macht einfach keinen Sinn. Die Zeit können wir besser sparen. So. Jetzt wird wieder Holz gefällt. Ich habe natürlich auch viele Bäume markiert. Aber gut, dieser Raum hier muss einmal ausgekleidet werden. Das kostet viel Holz. Wir müssen aber echt mehr forschen. Also Lippi, Forschung erfolgt langfristig. Ja, kann ich nicht priorisieren. Das heißt, Forschung kommt jetzt auf 1 wieder. Sonst passiert das nicht. Okay, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Viel verändert hat sich hier noch nicht. Es wächst alles ganz langsam. Da hat man schon 4 Leute und kann trotzdem nicht viel tun, weil alle krank sind oder verletzt im Bett liegen. Aber ich denke, dass es jetzt langsam aufwärts geht. Wenn wir Tölpel noch rekrutieren könnten, wäre es schön. Da sieht es allerdings aus, als ob es noch eine ganze Weile dauern könnte. Der Preis ist allerdings recht hoch. Wir könnten ihn auch teuer verkaufen und vielleicht jemanden kaufen, der einfach günstiger ist. Naja, mal schauen. Alles in den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.